Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Cosplay. Ich sag mal jetzt nicht unbedingt Tutorial, aber ein paar Speedtricks, was man so mit Cosplay machen kann, damit es ein bisschen zügiger vorangeht. Dazu switchen wir mal in das Spiel hinein. Und ich habe mir hier also als erstes mal eine Sämaschine geholt und einen Trecker. Und habe mir einen Kurs berechnet, hier unter Düngen und Säen. Ich werde das hier gerade mal ausschalten, um das nochmal nachzuvollziehen. Also einfach mal ein Feld genommen und irgendeine Art, die ihr machen möchtet. Also wie auch zum Beispiel Weizen zu säen oder was auch immer, Gerste. Und nachdem ich mir Düngen und Säen ausgewählt habe, werde ich mir diesen Feldrand hier errechnen. Wie man sieht, sobald hier eine Grasnaht gesät wurde, wird das Feld also auch nur bis hierhin erkannt. Das ist dann also, der Rest wird nicht berücksichtigt. Immer da, wo Gras ist, ist auch kein Feld mehr. Also werden wir diesen inneren Bereich hier ausrechnen. Dazu einfach mal hier draufklicken. Und das hat er jetzt getan. Das ist das Feld Nummer 12. Sehen wir hier unten links. So, und das werde ich mir auch in der Liste überschreiben und gehe dann auf meine Berechnungen und wähle hier mein Feld Nummer 12 aus. Meine Arbeitsbreite von dem Gerät 9 Meter, das stimmt, kann man hier auch nochmal automatisch berechnen lassen. Und meine Startstrecke wird also von hier oben abgesehen und hier ist Westen, Nordwest ist also richtig und ich fahre Richtung Süden. Richtung des unteren Bildschirmrandes ist auch okay. Das kann ich alles so lassen jetzt, wie es ist, kann das generieren. Ich kann es mir auch nochmal anschauen gleich. So, schauen wir uns das mal an. Also hat er hier meinen Kurs berechnet. Der geht also, wie ihr seht, auch nur bis hier links zu dieser Grasnaht. Da vorne habe ich mal Helfer eingestellt, weil ich da kein Saatgut hinten im Behälter hatte. Aber den habe ich mir vollgefüllt. Das solltet ihr dann auch tun. Und eventuell müsst ihr noch einen Kurs anlegen, um Saatgut nachzufüllen, wenn das Feld zu groß wäre. Da kann man sich auch mit so einem Technikwagen helfen, der auch Saatgut und sowas dabei hat. Oder einen Anhänger, der hier mal geparkt wird, um das noch schneller vonstatten zu kriegen. Aber ich denke mal, das wird ausreichen, was wir hier an Saatgut drin haben. Und ich speichere mir den Kurs jetzt ab mit, das war einfach nur mal Gras mit 3S. Denn ich habe schon einen Kurs gehabt, der hieß Gras. Aber jetzt nehmen wir den. Und was ich jetzt nicht mache, ist, den auf diese normale Helferfunktion im Prinzip bei Cosplay einzustellen, dass er also mit seiner normalen Geschwindigkeit hier lang tuckert. Ich stelle den einfach auf Route, schalte ihn an und lasse ihn einfach fahren ab dem nächsten Wegpunkt, wo wir jetzt gerade stehen. Muss natürlich noch absenken und schon wird hier Gras gesät. Und wie ihr sehen könnt, auch mit voller Geschwindigkeit, also mit 50 km/h. Jetzt hole ich mir mal einen neuen Trecker. Da habe ich keinen Ladewagen hinten. Nein, das ist nur ein Kipper. Deshalb werde ich mir nochmal einen Ladewagen besorgen. Ich schaue mal, ob ich einen hier als Mod drin habe. Ja, den hier, der ist recht groß. Den nehme ich auch, der ist okay. Und ich begebe mich mal Richtung Shop und hole den mal ab. Da steht er schon. Und den bringen wir auch zu dem Feld hier rüber. Und machen nochmal schnell Platz, denn der kommt hier richtig angeheizt. So.
lasse den mal hier stehen und hole mir als nächstes noch ein Mähwerk. Schaue ich auch mal, ob ich ein größeres habe. Sieht aber im Moment jetzt nicht so aus. Hier habe ich keine Mähwerke. Ja, das ist auch nicht weiter schlimm. Dann nehmen wir die normalen. Mal den und diesen. Und als nächstes holen wir noch einen Schwader. Vielleicht habe ich da noch einen großen. Auch nicht. Ein Zetter auch nicht. Also holen wir hier Originalteile. Einen Schwader. Und den Zetter, den großen. Und ebenso können wir noch, noch ausprobieren. Jetzt übertreiben wir es, aber ich glaube, da habe ich noch einen gehabt als Mod. Ballentechnik. Da gibt es nur diesen. Bei einer anderen Map. Also nehmen wir hier mal die normalen. Sofern das funktioniert, sollte funktionieren auf alle Fälle. Und als nächstes holen wir die mal ab. Ihr könnt hier mal eure Arbeit beenden. Ich fahre euch mal hier zur Seite. Und dieser da, ups, genauso. Also die Helfer hatten gerade mal eine Bahn geschafft. Und da hat das mit diesem Cosplay-Geschwindigkeitswahnsinn viel schneller geklappt. So, mit euch fliegen wir jetzt mal rüber in den Shop. Und wo steht der andere? Einmal durchswitchen. Da ist er schon. Mit dir auch in den Shop. Und holen uns da mal die Geräte ab. Also wir müssen erstmal mähen. Aber mit dem Traktor geht es natürlich nicht, ist ganz klar. Er hat ja vorne Gewichte. Was nehmen wir da? Mal schauen. Den nehmen wir, den nehmen wir, den. Und zwar brauchen wir davon noch ein paar mehr. Wieder dahin. Ich werde das mal schnell alles vorbereiten und wir sehen uns gleich auf dem Feld. So, willkommen zurück hier auf dem Feld. So, jetzt. Und ich habe mir jetzt also hier mein Mäher geholt, einen Ladewagen, eine Ballenpresse, einen Zetter und da hinten noch einen Schwader. Und als erstes werde ich jetzt mit diesem Kollegen, mit diesem, deshalb habe ich mir den als extra Fahrzeug geholt, mein Feld selber einfahren, also nicht berechnen lassen, denn das ist hier gar nicht mehr möglich, da ja alles Wiese ist. Also dazu gehe ich einfach in irgendeine Funktion, damit ich diese Feldrandberechnungssymbole bekomme. Und beginne hier meinen Kurs aufzuzeichnen. Das hat auch jetzt den Hintergrund, weil das recht große Maschinen sind da hinter mir, dass die sich nicht in die Quere kommen, wenn die hier lang heizen. Jetzt kreise ich mir das noch ein. Die Wiese auch noch mit. Und wieder zurück. So, bis hierhin. Ich kann das stoppen
und werde jetzt meinen Kurs berechnen. Aktuell geladener Kurs und die Breite, muss ich gerade mal schauen. Ups, bin ich unter der Map gelandet. Wie breit sind wir hier? Das ist das Mähwerk mit 9,90 Meter hat das Teil. Also gehen wir hier auf 9,90 Meter. Und die Startstrecke ist Nordwest und ich fahre Richtung Süden. Und das ist es auch schon gewesen. Der Kurs ist berechnet. Den speichere ich ab. Und mähen. Und mehr eigentlich, denn die Route kann ich gleich nochmal verwenden. Den fahre ich zur Seite. Hole mir schon meinen Kollegen hier und lade mir natürlich meine Route jetzt mit Mähen, das wäre diese, und lasse es auf normale Standardroute am ersten Wegpunkt. Meine Maschinen senke ich ab, schalte sie auch an, die ist abgesenkt, und lasse ihn mal starten. Jetzt wird er mir hier mit voller Geschwindigkeit also die Sache wegmähen. Gehe wieder zurück. Und hole mir als nächstes erstmal hier den Zetter. Stelle den mal ein, auch als Route. Kurs mähen. Jetzt will ich gerade mal Allrad anschalten. Das ist alles okay. Geschwindigkeit auch so gut wie es geht. Und am ersten Wegpunkt kann er schon mal hinfahren. Ich halte ihn auch schon mal an. Und weiterfahren. Die werden kurz drüber hüpfen. Jawohl. Nicht ganz so schlimm. Jetzt beim nächsten Mal passiert das nicht mehr. Und dann würde ich sagen, lassen wir den auch noch hinterherfahren. Was ich jetzt nicht mache, da die schon so schnell unterwegs sind. Schade. Ich mache mal Folgendes. Ich lasse den mal hier starten, so ganz egal. Auch wieder als Route mit Mähen. Ersten Wegpunkt. Und Abfahrer einstellen. Jetzt ist der da schön gebremst, das ist sehr gut. Denn jetzt kann ich nämlich den hinterherfahren. Schalte meine Ballenpresse an und nehme den Mod Follow Me. Kommt er da gerade an? Jetzt muss ich mal den kurz von Hand weiterfahren lassen. Der läuft noch, okay. So. Am nächsten Wegpunkt, das sollte dann ja wohl hier sein. Haut hin. Und der Kollege fährt jetzt los. Lass ihn da oben noch mal kurz. Das dürfte reichen, jawohl. Und weiterfahren. So, jetzt kriege ich hier meine Schwade. Den habe ich nicht abgesenkt, gell? Ja. Der hier natürlich noch absenken und jetzt werden die Ballen gepresst und natürlich auch in einer schönen Geschwindigkeit.
Also das nenne ich dann mal Akkordarbeit, wie ihr sehen könnt. Die donnern hier alle lang. Jetzt geht es hier um die Wurst. Ihr seht schon, man sollte vielleicht ein bisschen, aber das ist in Ordnung, solange man keinen Schadensmod drin hat. Ja, und da oben steht auch noch, das wünsche ich auch noch mal hin, hier war ja gerade der Ladewagen. Auch mal absenken, und hier ist noch eine Spur. Da kommt gerade der Schwader, dann lasse ich den mal mit Follow Me hinterherfahren. Na, den hat er nicht erwischt. Die sind so wahnsinnig schnell, jetzt muss ich dem erstmal hinterherkommen. Oh, der ist so schnell. Den kriege ich gar nicht. Jetzt, wenn er hier zurückkommt. Ich mache das jetzt hier alles aus dem fliegenden Start, denn ich hätte es ja gern gehabt von Anfang an. So, und etwas zurückstellen. Jetzt muss ich den da kurz mal ändern. Die haben sich hier verfranst. Ja, lass doch einfach los. Fällt er auch noch um. Absolutes Chaos hier. Der steckt ja so extrem da drin in dem. Das gibt's doch wohl gar nicht. Schafft er das jetzt? Ist ja lustig. Ich werde das mal kurz entknäulen. So, Geschichte entknäult. Das Gerät hinten ist abgesenkt. Schalte ich an. Und Abfahrer einstellen. Ja, das war die Spur, okay. Und hinten dran habe ich den Kollegen Follow Me eingestellt. Und der lädt jetzt auch schön das Heu auf. So, die anderen sind alle fertig hier. Die schaue ich mir mal an. Der hat alles gewendet. Den können wir entlassen. Ist auch fertig mit Mähen. Auch entlassen. Alle Maschinen abschalten. Der Ladewagen fährt also der Spur des Schwaders hinterher. Da müsst ihr natürlich dann auch selbstständig mal nachschauen, wie viel er geladen hat. Da hinten die Ballenpresse, der hat es nicht mehr ganz geschafft, weil er mit dem Follow Me nicht hinterherkam. Deshalb können wir den hier auch mal wieder auf Tour schicken. Und natürlich auch mit Curseplay in der vollen Route machen wir gerade noch Mähen. Und Abfahrer einstellen machen wir am ersten Wegpunkt. Er hängt sich hier wieder auf. Nicht weiter schlimm, können wir entlassen. Das war ja nur zu Demo-Zwecken. Also man kann das natürlich wesentlich feiner machen. Ihr wisst das, nicht so ein Kuddelmuddel. Aber ich wollte es ja nur mal zeigen, wie schnell also Curseplay auch arbeiten kann, ohne dass ihr da groß eingreift. Und wie ihr seht, er läuft einfach seine Spur entlang und lässt die Dinger raus. Also man muss nicht immer Curseplay nutzen, man kann Follow Me nutzen und man kann auch in voller Geschwindigkeit hier lang fahren. Das gleiche gilt auch mit den Mähdreschern und was es sonst noch so alles gibt. Allerdings immer darauf achten, dass ihr dann keine Funktionen habt,
wie Nachfüllen oder sonstiges, da müsst ihr dann Kurse kombinieren. Das war's bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Speed-Trick. Bis dahin. Ciao, ciao.